Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, heute geht es um ein Fantasy-Jugendbuch, nämlich Millennia Magica von Falk Holzapfel aus dem Schneiderbuch Verlag, wurde mir zugeschickt von HarperCollins als Rezensionsexemplar. Und dieses Buch hat um die, lasst mich mal gucken, 350 Seiten und kostet in diesem Format 14 Euro. Und ja, worum geht es hier eigentlich? Es geht um Adrian und Adrian besucht seine Tante in Aachen. Er ist allerdings nicht vorher angemeldet, also er ist eigentlich so ein bisschen so, ich habe keine Lust hier zu Hause zu sein, also fahre ich halt einfach mal überraschenderweise meine Tante besuchen. Und als er dann dort ankommt, freut sie sich auch total und hat so eine kleine Teerunde gerade da, mehrere Personen am Tisch, unter anderem auch ihre Schülerin und plötzlich passiert aber etwas ganz Ungewöhnliches. Es scheint so, als würden seine Augen irgendwie ihm gerade einen Streich spielen. Und plötzlich sieht er monsterartige Gestalten am Tisch sitzen, rastet deswegen komplett aus und rennt erstmal aus dem Haus. Und ja, fährt erstmal durch die Gegend und fragt sich, was da gerade passiert ist und versucht sich auszureden, dass er verrückt ist. Als er dann die Schülerin seiner Tante trifft, die ihm erzählt, dass Aachen die einzige Stadt auf der Welt ist, zu der die Magie zurückgekehrt ist und in der magische Wesen unter einem Schein leben können, sie selbst sein können und ja, quasi alle in Frieden zusammenleben. Und Adrian ist total vor den Kopf gestoßen, für ihn ist das ja was ganz Neues. Und als er dann sich von diesem Mädchen überreden lässt, wieder zurückzukommen, mit in das Haus seiner Tante, ist diese plötzlich verschwunden. Es herrscht herrloses Chaos in ihrem Haus, alle Gegenstände sind umgeschmissen, die Bücher fliegen durch die Luft und seine Tante ist weg. Sie ist verschwunden. Und jetzt machen er, das Mädchen und Juri sich auf den Weg, seine Tante zu finden und geraten so in die unterschiedlichsten Abenteuer mit Werwölfen und Ghulen. Und es ist einfach toll, Leute. Es ist ein turbulentes Jugendbuchabenteuer, das mit fantastischen Elementen spielt, tolle Elemente wirklich mit drin hat, eben auch das mit Tieren und dass Adrian augenscheinlich auch magische Fähigkeiten hat und was da so dahinter steckt. Es ist super, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss halt sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr schnelllebige Geschichte. Es ist eine Geschichte, die man eigentlich fast gar nicht weglegen kann, weil durchgehend was passiert. Es ist eine Geschichte, in der man eigentlich kaum einen ruhigen Moment hat, sag ich jetzt mal. Es ist wirklich, man rast hier von Abenteuer zu Abenteuer. Ich finde es aber trotzdem eine ziemlich, ziemlich tolle Sache. Also ich muss sagen, ich mag Adrian sehr, sehr gerne. Ich finde aber auch gerade die Figuren, die er hier kennenlernt, wahnsinnig sympathisch. Nämlich ist das eben einerseits Jazz, die von Adrians Tante eben, ja, Magie gezeigt bekommt. Sie ist eine Hexe. Und auf der anderen Seite lernt er Juri kennen. Einen Troll mit Hörnern und allem, der eben aus dem Ganzen so eine Quest einfach sieht und sagt, oh, das ist ja wie ein Computerspielen. Und diese drei geben einfach so ein richtig, richtig cooles, so ein göttliches Trio ab, das einfach super humorvoll ist und die sich gegenseitig einfach so diesen Schub und Schutz geben, den man halt einfach gerade in so einer Welt hier braucht. Und was dann noch so alles auf uns zukommt, müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Das ist halt wirklich eine richtig, richtig süße Geschichte, die mir richtig gut gefallen hat. Und vor allem wirklich die Personen, die auftauchen. Das sind so viele Figuren, die wir hier kennenlernen, die einfach so sympathisch sind, so cool sind. Diese verschiedenen Arten von magischen Wesen halt auch einfach. Gerade die Ghule fand ich wahnsinnig spannend, wie die leben und was sie so für Probleme haben, fand ich total super, davon zu lesen. Die Werwölfe mochte ich halt auch. Es hat halt auch viel Bezüge zu modernen Themen, die jetzt gerade auch Jugendliche irgendwie interessiert und für die sich Jugendliche einsetzen, sag ich mal, wie Klimaschutz oder sowas. Das sind alles Themen, die in diesem Buch irgendwie mit eingebunden werden und die einem auch sehr, sehr viel vermitteln und das fand ich super. Also ich muss sagen, mir hat das Buch sehr, sehr viel gegeben. Ich fand es an mancher Stelle ein Ticken zu turbulent, weil es irgendwie einen gar nicht runterkommen lässt. Also es ist kaum eine ruhige Minute in diesem Buch, aber gerade für Jugendliche, die halt gerne viel Turbulenzen und Action gern haben, die werden das lieben und feiern und es ist halt einfach eine tolle, fantastische Geschichte,
Und einfach so die Reise eines jungen Mannes, der hier in eine Welt hineingeschmissen wird, die er so überhaupt nicht kennt, die für ihn komplett neu ist und in der er sich erstmal zurechtfinden muss und dann halt auch gleich wirklich helfen muss, seine Tante zu finden, die nämlich sehr, sehr großen Einfluss in diesem Dorf hat und eine Riesenrolle spielt und eine Riesenfigur ist, die hier quasi Schutzzauber wirkt und die plötzlich verschwunden ist. Und Leute, I like it. Lest es selbst, es ist wirklich ziemlich cool und ja, zudem ist das Cover halt auch wirklich wunderhübsch. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schön gestaltetes Buch. Ja, genau, das zu diesem Buch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr vorher schon mal von diesem Buch gehört habt. Ich habe nämlich tatsächlich beim Verlag das erste Mal davon überhaupt was gesehen. Irgendwo habe ich das sonst nirgends auf dem Schirm gehabt. Und falls ihr es auch lesen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen. Und ja, ansonsten noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!